Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Luigi U. Für heute habe ich dazu gelernt, mein Laptop mit geöffnetem Google ist bereits neben mir. Ich habe auf jeden Fall eine vorhandene Motivation. Cooler Beginn. Als ob da nichts ist. Hier ist die erste, okay. Und mich triggert dieses Level-Prinzip einfach. Ich hab's in Mario Bros. Gehasst. Ich hab's in Mario Bros. Wie gehasst. Und jetzt kommt's halt, wie schon klar war, nochmal. Junge. Ah cool, das ist der Secret Exit, den es in dem Level gibt. Jawohl, dann habe ich den schon mal abgehakt. Sogar mit Zielspitze und dem Luigi Easter Egg. Clear steht da auf der Statue. Sehr gut. Das Level ist auch nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Jetzt geht hier ein Weg lang. Zu einem Level, aber ich muss jetzt natürlich erstmal hier weitermachen. Ja, und hier in der Welt gibt es auch wieder so ein paar Level, die können richtig. Wenn man sich einmal versucht zu beeilen, ist man natürlich sofort tot. Gott. Nur weil ich keinen Bock habe, ein halbes Jahr zu warten, bis hier alles durch. Ich kann ja nichts dafür, dass das hier alles eine halbe Stunde dauert. Hier war die Starcoin, der Secret Exit. Und warum kommt mir dieser Ort da oben? Es war so klar, jetzt mal im Ernst. Ja, Mann. Nur ein Tod in dem Level. Und der war fucking unnötig. Und wegen der dummen Kameraqualität sieht das Schloss im Hintergrund sogar noch cooler aus als in echt. Cool. Da haben die komischen Lichtverhältnisse mal ihr Gutes. Ja, Kreuzfahrt auf dem Ohr. Nein. Krass. Ich brauche einen Koopa. Nein! Cool, Starcoin verkackt. Obwohl... Aua. Als ob. Ja! Oh Gott! Junge!
Das kann man doch nicht mit mir machen. Boah, die Welt basiert bisher echt auf Schwierigkeit und nicht auf Frust. Krass. Jetzt kommt heiß genug. Oh Gott. Was? Gut, erste Starcoin hätte ich. Hat ja nicht so lange gedauert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss doch. Ahahaha. Okay, so kann man da auch hin. Ich lebe. Oh Gott, was? Ohne Item kommt man da nicht durch. Also ohne Eisblume kommt man da. Wie oft noch, Alter? Diese eine Szene gerade kurz vorm Ende. Da hätte ich genauso gut sterben können. Alter, muss jedes Level heute so enden? Ich krieg hier noch einen Herzanfall. Gott, Hilfe, Aufstieg im Feuerbrunnen. Was? Das war nicht mein Plan. Das war nicht. Und das ist nur für das Easter Egg. Wirklich, nicht mal die Starcoin. Da ist eine Starcoin, aber irgendwie glaube ich die zweite. Nein. Nein. Ja, ich lebe. Ich lebe und bin durch. Ja. Oh, warum läuft's heute so? Warum läuft's heute so gut? Digga. Ich reiß gerade komplett. Ich hab einen Tod und bin mit 4 Leveln inzwischen durch. Und der eine Tod war direkt am Anfang des Levels komplett unnötig. Stromschlag oder Magmabad, yay, coole Entscheidungsmöglichkeit. Ich weiß, dass das Level mich abfacken wird ohne Ende. Oh Gott. Im originalen Level konnte man hier hoch und runter, hoch mit dem Ding. Hier muss ich zur Seite. Oh Gott, nein. Und Checkpoints gibt's in dem Spiel nicht. Das ist doch schon wieder ein Gag. Was soll ich denn da machen? Und jetzt darf ich halt das Ganze nochmal machen. Wie soll ich denn das Level innerhalb dieser Folge abschließen? Alter, das ist ja übel hardcore. Hier muss ich so verdammt schnell sein.
Hier kann ich auch den machen. Hier geh mal hoch. Das war, glaube ich, zeitlich ganz gut. So, jetzt bin ich hier und habe einen Pilz. Oh, ich krieg sogar was Besseres. Ich glaube, man sollte es eigentlich irgendwie auf einen Bob-Omb-Spring holen. Schade, das wäre auch zu cool gewesen. Aber das habe ich jetzt auch wieder schneller geschafft als erwartet. Jetzt kommt der finale Boss, den habe ich für den nächsten Part eingeplant. Und diese Folge ist erst 10 Minuten lang. Ja gut. Ein bisschen verplant. Aber ich sollte mich nicht zu früh freuen. Die letzte Schlacht. Ja, das Levelprinzip haben sie natürlich gerne nochmal benutzt. Als ob der Spaten ant. Als ob der Spaten ant. Ja? Was? Als ob ich das Level auch direkt first trye. WTF ist heute los? Und der Bosskampf ist derselbe wie in Mario Bros. U. Den müsste ich eigentlich hinkriegen. Als ob ich das jetzt so schnell schaffe. Das waren, glaube ich, jetzt 2 Tode diese Folge. Ich habe erwartet, dass diese Welt absoluter Abfuck wird. Aber sie war kein Abfuck, sie war verdammt anspruchsvoll teilweise. Auch wenn das für meinen Skill natürlich kein Hindernis ist. Ich könnte einfach dann auf den Schalter gehen oder ich baller ihm Feuer ins Gesicht. Er hält immerhin mehr aus als in Mario Maker, habe ich das Gefühl. Aber wirklich was ändern tut's nicht. Hier friss nochmal den Boden. Nach 13,5 Minuten bei der zweiten Phase vom Endboss. Und ich dachte, ich brauche eine halbe Stunde für den ganzen Part. Also für die ganze Welt außer dem Endboss. Alter, läuft halt einfach bei mir. Ja, das kennen wir alle. Der gute alte ausgelutscht. Okay, so ausgelutscht ist der von dem Spiel nicht. Hier ist es keine Flucht, was ich persönlich ja sehr cool finde. Hey, Peach. Ja, ich bin auch überrascht, dass ich jetzt schon hier bin. Und ich bin nicht überrascht, dass jetzt diese Gitter runterkommen. Und jetzt ein Riesen-Bowser, er sagt Giga-Bowser heißt der, glaube ich, offiziell, da kommt. Und der ist Giga. Ich kann ja mal probieren, ihn mit Feuerbällen zu besiegen, aber schaffen werde ich's nicht. Boah, ich kann von hier aus... Ja, dann nicht.
wenn ich von da Feuerbälle schmeißen könnte, hätte ich es vermutlich probiert. Und unten durch. Hey Bowser, beeil dich mal, hier hast du einen Feuerball. Hier noch ein, hier noch ein. Ich wollte gerade sagen, ein Leben schaffe ich vielleicht sogar. Nein, er ist gesprungen. Sonst wäre das jetzt richtig cool gewesen. Hier hast du dann. Aber ich habe jetzt sogar ein Leben von Bowser mit Feuerbällen weggeholt. Der geht wieder in die Mitte. Ballern, ballern, ballern. Da verdammt viel eingesteckt. Ich könnte vielleicht, hätte sogar vielleicht den ganzen Kampf mit Feuerbällen schaffen können, wenn ich ihm nicht das erste Hochmut kommt vor dem Fall. Wow. Ich dachte, der schlägt wenigstens nochmal um sich. Ja, das war's dann. Und ja, jetzt kommen gleich die Credits und ich darf bei der Bewertung mal wieder ein bisschen improvisieren, wie bei eigentlich jedem Spiel, weil ich mir erst einmal da vorher was zurecht gemacht habe und das war bei Mystery Dungeon Team Himmel, weil ich da Metacritics kaputt gemacht habe. Ansage, Digga, Ansage gegen Metacritics. Könnt ihr euch ja gern mal reinziehen. Das ist mein erstes Video, das ein Customized Thumbnail hat. Ich glaube Folge 53 oder so von Mystery Dungeon Team Himmel. Alter, hab ich die zerstört. Ja, das ist dasselbe Ende wie EGU. Der merkwürdige riesige Tornado, dessen Existenzzweck mir relativ schleierhaft ist. Weil man ohne das Schloss ja nicht hätte umbauen können. Ja, okay, das Design. Ja, wenn man stattdessen einfach das Design vom Schloss geändert hätte, ne? Ich meine, dann wäre auch hier das Ende. Nach dem Ende logischer. Ich meine, jetzt nach dem Final Boss sieht das Schloss immer noch so aus wie jetzt mit einem Wassergraben und alles. Wenn man hingeht, hat man einen fetten Lavagraben. Ja, bring dein eigenes Schiff zum Absturz, bitte, danke. Und du unterschätzt dein eigenes Fett. Du erinnerst mich an einen aus meiner Klasse. Ja, genau, ihr Toads. Ihr habt so viel gemacht. Ihr dürft euch echt freuen. Und da oben in der Ecke ist noch Mopsy. Ich denke, vielleicht zocke ich auch noch mal kurz mit dem irgendwas. Ja, damit kommen wir dann zur Bewertung, während ich hier irgendwas mache. Also, ich denke, während dem Spiel ist schon manches über meine Bewertung, die ich hier abgeben werde, klar geworden. Nämlich zum Beispiel, also natürlich muss ich das Ganze auch bewerten, wie es ist. Nicht als vollwertiges Spiel, sondern als DLC eines schon vorhandenen Spiels. Und da muss man auch erstmal sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall klasse. 10 Euro bezahlt man. Hierfür hat man schon ein bisschen was zu zocken, ist relativ anspruchsvoll. Doch das ist auch gleich so der Hauptkritikpunkt. Hat man sicher während der Folgen mitbekommen. An sich, ich habe das Spiel als sehr anspruchsvoll in Erinnerung gehabt und als eine Herausforderung. Aber die Art von Herausforderung, die dieses Spiel die meiste Zeit, vor allem in den ersten Welten, in den hinteren, finde ich, hat sich echt gebessert, geboten hat, ist absolut nicht gut.
Es war die Art von Herausforderung. Suche an den zufälligsten Stellen des ganzen Levels. Such einfach 3,5 Stunden nach einem Geheimgang. Er wird schon irgendwo in einer random unsichtbaren Wand sein. Ja, das ist auch während dem Projekt, denke ich, relativ häufig aufgefallen, dass mich das minimal getriggert haben könnte. Aber nur könnte. Ja, den kann ich so hinstellen, sehr gut. Mann, Mopsi kann ich nicht mal bewegen. Ja, und das war halt einfach nicht gut. In den ersten paar Welten, ich würde sagen, den ersten 5 haben sie das auch übel ausgereizt. Am schlimmsten fand ich persönlich das Level, für das ich auch am längsten gebraucht habe in diesem Projekt. Das Geisterhaus von Welt 4, also der Eiswelt. Junge, Design, der Secret Exit. Gott. In den Welten so ab 6 hat sich das Ganze aber schon deutlich gebessert. Man hatte wirklich nur noch selten was in der unsichtbaren Wand. Und wenn man das hatte, hatte man eigentlich immer ganz gute Hinweise. Nicht wie zum Beispiel der Secret Exit, für den ich so lange gebraucht habe. In der zweiten Welt, Level 4 war es, glaube ich. Da hatte man halt echt keinen Hinweis. Oder die Starcoin. Nee, das war der Secret Exit. Wo man einfach random ohne jeglichen Hinweis auf den Boden stampfen darf. Und das zieht die Bewertung auch deutlich runter. Letztendlich muss man auch sagen, hat sich gefühlt, was diese Bewertung jetzt angeht, Nintendo sich damit, dass das Ganze hier so groß ist, ins eigene Bein geschossen, weil ich das Ganze jetzt auch wirklich mehr wie schon fast ein richtiges Mario Bros. Spiel sehe, als wie einen DLC. Und ich kann dieses Spiel einfach, ich krieg's nicht über mich, das so gut zu bewerten wie Mario Bros. U, auch wenn Mario Bros. U schon unrealistisch war. Da kann ich mal sagen, ich bewerte inzwischen ein bisschen realistischer als in den Mario Bros. U Let's Plays. Ich würde derzeit vermutlich auf Mario Bros. U 85 oder so Punkte geben. Ich habe zwischendurch eben bei diesem Level, das auch so schön lang gedauert hat, schon mal gesagt, dass das Spiel nicht in den 70er Bereich kommt. Das haben die letzten Welten, also mit 70er Bereich meine ich 60 bis 70. Das haben die letzten Welten nochmal verhindert und das Spiel auf 77 angehoben. Das ist so meine Meinung jetzt. Ich habe das Spiel beendet und den ersten Stern erhalten. Ich habe aber auch schon weitere Sterne. Die Statistiken. Und die geheime Welt. In der zumindest, ich erinnere mich noch an ein Level aus dieser Welt. Das einzige Level, an das ich mich überhaupt so ziemlich vorher erinnert habe aus diesem Spiel. Alle Sternmünzen in Peachs Schloss. Das letzte Level dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es ein Level, dafür brauche ich 5 Parts. Alle Level geschafft, der zweite Stern. Alle Sternmünzen gesammelt, der dritte Stern. Gut. Ich würde mal sagen, ich... Oh nee, warte, das ist ja voll mies. Ich kann Mopsi nicht wirklich zeigen, weil Luigi U kein freies Spiel hat. Dann erkläre ich mal kurz, während ich das erste Level dieses tollen hier probiere. Ja, Mopsi ist eigentlich einfach unsterblich. Der nimmt keinen Schaden von nichts. Man kann nur sterben, wenn man runterfällt. Auf Deutsch, Mopsi ist der Noob-Modus. Insgesamt ist er so drauf wie Luigi, wenn er einen Pilz hat. Hä, warum kriege ich hier den Hilfeblock angeboten? Den kriegt man angeboten, wenn man ewig in einem Level failt. Ich gehe zum ersten Mal in das Level. Ich habe keinen Cut gesetzt, um Fails zu verschleiern.
Hier kommt gleich safe irgend. Ich wusste es. 2! Alles klar. Wow, das ist das erste Level der Spezialwelt. Da muss ich jetzt mir gleich merken, Mitte und dann unten. Krasse Sache, by the way. An sich habe ich es geschafft und Zugang zum ersten Pilzhaus. Ja. Dann, sobald ich hier die Starcoins habe, endet diese Folge und in der nächsten gibt es dann weitere, vermutlich nicht gerade so einfache Level des Superstar Boulevard der geheimen Welt. Na, das war klar. Nein, ich komme nicht runter. Als ob der mich gehittet hat! Mann! Ich hab doch sogar die Starcoins. Aber wenn der mich hittet, während ich die Starcoins sammle. Wie kriegt man die denn dann ohne gehittet zu werden? Und ich muss mich auch beeilen, weil der Akku fast leer ist von der Fernbedienung. Außerdem, diesen Mario-Block kann man benutzen. Der ist eben eine Hilfe. Genau gesagt, zockt er das Level für einen. Aber er sammelt keine Starcoins. Und die Sterne im Dateiauswahlmenü glitzern nicht, wenn ihr den benutzt. Willst du mich verarschen? Als ob ich das jetzt nicht bekommen habe. Nochmals. Dann save ich zumindest die zweite jetzt ab. Dann muss ich mich nur noch darauf konzentrieren, unten hinzugehen. Ich kann versuchen, eine Feuerblume mitzunehmen und die alle abzubrennen, die in meinem Weg sind. Und hoffen, dass ich nicht krepiere. Wenn ich getroffen werde, starte ich neu. Halt fucking schnell. So macht man das. Boah, das war jetzt schwierig. Also damit hätten wir auch noch einen Pro-Tipp für dieses Level. Wenn ihr nicht klarkommt, nehmt euch eine Feuerblume mit. Dann in der nächsten Folge geht's weiter mit der Spezialwelt. Wir sehen uns. Ciao.